Und kommt zu einer neuen Aufnahme. Ist die zweite Aufnahmesession jetzt und ich habe keine Ahnung mehr, was ich getan habe. Und scheint beim Rad, okay. Okay, Kopfhörer sind etwas sehr laut. So. Okay, ich habe echt keine Ahnung, was wir gemacht haben. Und wir müssen, glaube ich, Garrus finden. Da waren wir stehen geblieben. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen. Aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten. Danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie nicht richtig verstehen. Okay. Ich hoffe, meine Stimme kackt nicht allzu sehr ab gerade, aber ich muss aufnehmen. Ich hab kaum Erfolg. Ermüdet, ja, dann hätte auch schnell transporten können, aber das wird zu einfach. Warum sind eigentlich alle meine Waffen rot? Okay. Wie stelle ich die weg? Ich habe keine Ahnung. Ein Präsidium. Ja, okay. Fahrstuhlgespräche. Ah, nee, Garrus ist nicht da. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich genau. Hasse Politik. Ja. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ruhe. Ah. Sieht spannend aus. Okay, hallo, was würdest du sagen? Hallo? Okay, ich gehe da mal. Ja, sei ruhig. Brauch ein Rapid Transit. Oh. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Ach, na, na. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Wenn Sie bitte. Sie sollten toleranter sein. Ich bin nicht unvernünftig. Oh, der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Ja, okay, ich versuche es. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Nein. Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Das ist der falsche Weg. Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Nein. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Oh. Okay. Bis bald. Diese Person wird fortfahren. Kann ich, what? Das ist, ich brauche halt hier mehr. Waren die Botschaft zu verkünden. Ja, sehr ruhig, ist mir egal. Okay, dann, wir müssten Koras Nest. Genau, Bezirke Koras Nest. Muss mich gerade ein bisschen erinnern. Ist schwer bei meinem Kopf. Genau, wir müssen mit, ja, Haken reden.
Nach diesem wunderschönen Ladescreen. Ah. Okay. Ich bin bereit. Das ist die falsche Richtung. Das ist er. Aha. Eingeleitet. Jetzt haben wir das zu laut. Okay. Dann nehmen wir mal. Das waren Sarens Männer. Die Sniper. Wir haben die Schilde verloren. Okay. Hat sich denn auch erledigt? Ja, das waren Sarens Killer. Das wusste ich. Okay, rein da. Zugriff. Gast, ja, schön. Hallo, guten Tag. Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin noch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum okay. Ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Ja, ist eine gute Idee. Hallo, Harkin. Allianz Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Ja, los, Garrus. Ich suche einen Officer von der Zitadell-Sicherheit. Einen Turianer namens Garrus. Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Ach ja. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Ja, verschwende nicht meine Zeit. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist, bevor es hässlich wird. Aber es hängt alles zusammen, verstehen Sie? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Nein, war nicht. Der erste Mensch, dem je diese. Doch, ich glaube schon, aber. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission nicht offiziell verneigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Ja, das ist mir immer noch egal. Ich bin das nicht. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro. Okay, danke. Warum nicht schnell? Er leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Ich verstehe. Ja, okay. Ja, nur eine Fähigkeitsstufe. Perfekt, da kommt immer noch nichts. Fitness gab Gesundheit. Ich würde sagen, gehen erstmal hier taktische Panzer. Hallo? So. Aber den nächsten mich schön im Fitness rein. Gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ja, das hört man doch schon aus. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, kommt damit. Oh. Portet euch aber. Okay. Ja, redet doch weiter. Okay, einmal den Rapid Transit bitte. Als Bezirke? Ja, medizinische Klinik. Diesem wundervollen Ladebildschirm. Der gefühlt immer 10 Jahre. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich. Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah ja, Garrus. Ins Gesicht, komm. Oh Gott. Das ist immer noch viel zu laut.
Oh, darf ich gehen? Bereich ist sicher. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Ja, aber das war ein großes Risiko. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Ja, wie können Sie mich schützen? Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Tali? Welche was? Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Ja, weiter. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Beweise. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die Geth? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Ja, wir müssen sie finden. Suchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Okay, aber warum magst du Saren? Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Ist klar ausgenommen. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Er könnte nützen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Okay, Garrus und... Entweder volle Kampfstärke oder ein bisschen Biotik. Ich nehme erst den mit. Ich gehe auf Kampf. Wahrscheinlich auf Biotik. Kann der Piep mal aufhören? Das nervt ein bisschen. Ah. Erstmal Codex-Eintrag sammeln. Okay, war das im Präsidium? Finanzdistrikt, ja, Gemächer der Konsorten, Botschaften, Bezirkszugang. Was sind das? Das Bezirke? Kann man da nochmal hin? Ja, Mann, ich will doch. Lass mich doch in Ruhe hier. Okay, obere Bezirke. Ja, hier war das, meine ich nicht. Kann man nicht hier irgendwie rauskommen? Ich finde die Karte in Mass Effect 1 immer so kacke. Wir gehen mal zum Präsidium. Es war nicht beim Turm, es war... War es beim Turm oder bei dem Boden? Ich gehe aber mal Bezirkszugang. Wir müssen ja erstmal die Karte finden. Also ich weiß ungefähr, wo ich längs muss. Aber ich weiß nicht, wie der Transitpunkt heißt. Vielleicht habe ich ja Glück und der ist so richtig. Vielleicht habe ich irgendwann auch mal Glück und hänge nicht in den 30 Jahre langen Ladescreen fest. Das ist ja fast perfekt. War das hier? Nee. Doch, nein. Hauptquartier zur Sicherheit. Da wollte ich aber nicht hin. War denn das?
War das wirklich im Turm? Lass mich durch. Ich habe einen Auftrag. Willkommen im Präsidium. Ja. Ich bin Ihre Führerin. Lass mich doch mal in Ruhe. Belästigung. So, Fahrschulgespräche. Bereuen Sie es, die Zitadellsicherheit verlassen zu haben? Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Das stimmt. Ich bin lieber hier und kämpfe, als dass ich das jemand anderem überlasse. Als ob ich das Fahrschulgespräch überspringe. Ja, okay, das ist falsch. Okay. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Ausbildung beim Militär der Menschen Sie gut auf Ihre Pflichten vorbereitet hat, Gunnery Chief? Dass man versucht, einen abtrünnigen Spectre und seine Armee synthetischer Soldaten zu vernichten? Nein. Darüber haben wir in der Grundausbildung nichts gelernt. Okay. Warum sind die Gesichter ab und an mal eigentlich so verschwommen? Das Spiel kommt anscheinend nicht auf den Hintergrund klar. Ah. Hier war. Ja, ist ja gut. Mann, lass mich in Ruhe. Und das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich sehr über ein Abo und eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.